Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Experiment mit der Radioautomationssoftware Merlist. Hier geht es um ein Hardware-Experiment, eine Standalone-Cardwall mit 10 Tasten für einen Auftischbetrieb. Via IO Warrior können diese Tasten angesteuert werden. Erstmal zur Leuchtfunktion und in der Farbe kann diese Taste jeweils von grün auf rot wechseln. Das Gerät wird über USB an den jeweiligen PC angeschlossen, benötigt eine Stromversorgung über ein externes Steckernetzteil und verfügt über eine optionale Ausgangsbuchse für zwei weitere übrig gebliebene Ports. Die Input-Befehle und die Output-Befehle werden, wie gesagt, über Script und IO Warrior generiert, sodass die maximale Auslastung des IO Warrior 32 gewährleistet ist.